Ja. Ja. Ich dachte, ich träume noch euch zu. Ihr habt nicht mitbekommen, dass ihr rausgeflogen seid. Sag mal, kommst du wirklich mit? Ja. Okay, dann los. Was ist los? Kommst du? Ja. Ja, Mann. Hier geht's lang. Wo denn? Hier. Oh, ich komme. Ich mach jetzt nur einmal die Wintershow und dann mach ich machen wir mal wieder normal. Genau. Das geht ja gar nicht. Guten Tag, liebe Zuschauer, aber dann sagt Grimm, jetzt kriegt hier jemand auf die Fresse. Jetzt wird hier gechuckt, kommt mit in die nächste Runde. Chuck dem. sonst alles gut. Wie so auf Ding Volksfest. Noch eine Runde. Kleine Spende. Du musst das Mikro von dem Jungen reinschneiden. Okay, let's go. Noch eine Runde und jetzt geht's los! Los! Und dann flippt die Musik komplett aus. Sie können doch dieses Jahr auch noch sehr ausflippen. Ja. Die sind alle pleite. Corona regelt, weißt du? Die sind alle pleite gegangen. Ja, natürlich. Das sind ja Leute, die fahren eigentlich das ganze Jahr mit ihren Fahrgeschäften durch ganz Deutschland. Krank. Ganz Europa. Oder Europa sogar, echt? Ja. Krank. Aber ganz ehrlich, das EU Feeling von Volksfest und von Ding ist einfach Wahnsinn. Ich feiere das. Ist deutsch und lecker. Ja, und warm und lecker. Ja, deutsch ist aber nicht lecker. Doch, du würdest deutsches Essen essen. Ja, mehr lass aber mal auch wieder, nicht. Lass mal wieder deutsch essen gehen, Alter. Wenn du die Restaurants mal wieder aufmachst. Also in 3 Monaten. Ja, 4 Monate. Boni! Ist gut? Wenn ich nicht piepsen müssen. Lass doch drin. Nein, die Faust! Ghetto-Faust, Bruder. Hat dir Bruder, gib mal Faust, Bruder! Deine Nackenstelle gegeben. Nein! Boah, danke. Nein! Ja, man sagt nicht, dass du wieder weg bist. Shit. Aber das Rutschen macht's halt echt schwer, auch zwischendrin. Echt hardcore. Oh! Jetzt so ein Pony! Ja! Ja! Das schaffe ich irgendwie immer, aber. Hermann, jetzt ganz ruhig. Ich schaff's nicht. Bleib doch mal kurz weg! Ja, Mann! Bitte warte doch, bis das Ding unten ist! Oh nein, das ist doch jetzt nichts dafür. Das ist doch pure Eskalation. Nein, Hermann. Aua, das hat so weh getan in den Augen. Das hat meinem Gehirn weh getan. Oh nein, Sony, bist du durch? Nein. Ah, Leute, nein, dann müsst ihr beide mir zu. Das war äquivalent zu Zwonis Obst-Eskalation. Obst-Eskalation. Bestimmten Leuten essen Italiener ja kein Obst. Ah, okay. Haben kein Obst zu Hause. Oder Zwoni, okay. Du als Italiener könntest du das da bestätigen? Ja, normal schon. Ja, normal schon. Also Birnen sind schon Abschaum, da kann man nichts sagen. Wie sieht's denn aus mit Obst auf Pizza? Nicht so gut. Bist du da eigentlich konform mit? Oder? Nee, eigentlich nicht. Nein? Hm. Aber warum nicht? Bist du intolerant oder was? Taugt mir nicht. Also nur dir nicht. Du akzeptierst also, wenn dein Nebenmann das isst und genüsst. Jeder kann doch essen, was er will hier, oder? Ja, natürlich, ja. Selbstverständlich. Hermann also sagt nichts, weil er am Handy ist, aber. Also nicht! Na, also kann nein, nicht jeder essen, was er mag. Doch, ich sag ja, ist ja super, dass du auch diese Einstellung hast. Ja, klar. Aber als ob nicht. Ja, passt ja. Ich bin fröhlich darüber, dass ich einen Freund habe, der so eine tolle Einstellung hat. Ja, bitte. Was, worum geht's? Bitte! Worum geht's? Hör nächstes Ach, Daniel. Mal zu! Weißt du, bitte! Bist du der Meinung, dass in Deutschland jeder essen darf, was er will? Solange es ja. nichts kaputt ist, es keine Tiere, die geschützt sind oder so? Ja! Ja, also. Ja, also, damit ich will eine Pizza mit Kirschen haben. Ja, bestell halt! Nein, ich finde allgemein, wir sollten mal so eine Pizza machen. Mit einem etwas süßeren Teig. Ja. Statt Tomatenzeug machen wir halt so eine Kirschcreme oder so ein Scheiß. Also drauf. Kuchen! Nein! Pizza. Nein! Süßerer Teig! Ich bin qualifiziert! Kirschcreme.
und was? Obst. Was? Ja, aber halt ein Pizza-Style. Also Kuchen, weißt du? Nein, Zwoni. Das ist dann eine Kuchenpizza oder ein Pizzakuchen oder so, aber es wird auf jeden Fall Pizza genannt, du. Wer sagt das? Netter Mensch. Du Hobby-Italiener, du. Ja. Bester Mann. Halte dich zurück. Ich will nicht so viel piepsen. Und du Hobby-Italiener. Die Pizza Zwoni, die mit so Würst drauf war und mit Ketchup. Das war aber Hermanns, oder? Nein, es war meine. Nein. Du! Mein Essen hast du gelobt! Mein Essen hast du gelobt! Ich dachte, du hast die Tortellini gehabt, ich hatte so viel Pizza. Vegetarischen Nudeln da, was das nicht B drücken müssen. Nein, ich bin noch da. Party mit dem vegetarischen Zeug da, dann schade, du, Hermann. Danke. Du mit Tortellini, dachte ich halt, Hermann eskaliert wieder mit seiner ekligen Pizza. Nein, ich hab irgendwie voll Bock gehabt auf einen Hotdog, aber es gab keinen Hotdog. Und dann habe ich die Pizza gesehen und dachte, heftig. Ja. Und ey, ohne Witz, das hat frei besser als ein Hotdog geschmeckt, weil die Unterlage macht's voll. Okay. Wirklich! Das ist jetzt die Strafe dafür. Ja. Guck mal, wie der mit dem Bauch. Oh, das war knapp. Ich hab's gesehen. Eskaliert weiter. Weil ich hab's gesehen. Ich spiel's jetzt halt. Und, kriegt der Schelle rechts. Oh, ist eine Ausweichung. Guckst du Ausweichung, Cutter? Nein. Aua! Nein. Hat der Streifschuss. Nein, ich hätte nicht warten sollen. Die sind jetzt weit vor mir. Also noch null qualifiziert. Nein, wir laufen drei fucking Weihnachtsmänner laufen darum. Alter, jetzt spring. Ganz easy. Oh mein Gott, Leute! Hey, hättest du stehen bleiben und coole Move machen müssen, verstehst du? Ja, eigentlich hatte ich voll Bock drauf. Ey, Leute, eiskalt. Ich bin weiter. Gibt's das? Also müsst ihr mir immer noch zugucken. Das Problem ist, es ist noch nicht das Finale. Ja, wenn ich's überhaupt schaff. Aber wirklich, Zwoni, die Pizza war gut. Ja, ist okay. Jeder hat anderen Geschmack. Ja, wirklich, finde ich akzeptabel. Wie wäre es eigentlich, wenn ich in Neapel mit so einer Pizza auftauchen würde? Würden die Leute mich dort respektieren? Ich sage, es gibt Restaurants, die das nicht mal liefern. Also nicht mal bringen. Die schmeißen dich aber auf. Aber wenn jemand eine Pizza bestellt in Neapel und ich bringe ihm die Pizza, wird er mich respektieren? Was muss ich überhaupt machen? Ja, Pinguin packen. Ich habe nicht zugeguckt. Ah, Pinguin, ja? Das ist ja wie bei Super Mario 64. Du hast versucht, Intoleranz des Scheiße wiederzugeben, jetzt musst du halt das Spiel spielen. Psch. Ich will den Pinguin. Nee, Leute, bitte. Ey, wie lange hat der den? Das war's. Geht's um die Zeit, oder? So lange wie war. Das war's. 1,5 Minuten. Das war's. Du bist halt Erster. Nee, Zweiter. Ohne dass du irgendwas dafür gemacht hast. Ich bin nett. Guck. Ich hab ihn gehalten. Ich hab ihn nett umarmt, den Pinguin. Jawohl. Der ist gut. Ja. Auch wenn er mehr aussieht wie ein Vogel und nicht wie ein Pinguin. Das sind Vogelpinguin. Das ist eine neue Gattung. Okay. Okay, falsch. Einfach akzeptieren. Nein, nicht mal eingreifen. Jawohl. Komm, das läuft doch gar nicht schlecht. Pinguin, bitte nimm ihn doch. Ich glaube, da zählt, wie oft du einen in der Hand hattest. Ja, oder? Ja, die Zeit zählt, solange du ihn in der Hand hältst. Wo ist der denn? Tja, nicht mehr bei euch. Doch, immer noch. Guck! Oha, das war heftig jetzt. Aber es gibt doch nicht nur einen, oder? Nee. Aber ich glaube, wir verkacken es gerade. Nee. Gelb ist am Ende. Ja. Deswegen darf ihn ja, jetzt kein Gelb Gelber kriegen. Nicht auf den Jawohl. Komm, Daniel, das machst du für dein Team.
Ehrenmann. Jawohl, Ehrenmann. Schön auf die Schulter klopfen. Finale. Oh. Ich meine, Pizza mit Pinguinfleisch wäre ja auch okay. Ja, natürlich. Oder mit Delfinfleisch. Was? 13? 12. Sind das nicht viele für ein Finale? Ich sag nicht, dass noch ein Spiel auch. Mann. Den, 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 den. Was? Ich glaube, das ist sowas ähnliches. Ja, halt aber schau mal. Mach halt direkt aufeinander die Teile. Oha. Oh, fuck, bist du gezackt, Alter. Oh, nein. Oh, nein, wie du jetzt lutschen wirst. Oh, nein. Ja, das ist genau das Gleiche. Okay. Nice. Ja, aber man kann im Endeffekt ja noch eine Ebene hochspringen, halt, oder? Das Problem ist, man rutscht halt auch. Okay. Also auf aber den du kannst auch safe hochspringen noch. Ja, ja, klar. Oh, da hat der Daniel sich aber schon fast ein Eis verdient. Oh, da wird Daniel jetzt aber... Okay, und die gehen auch nicht beim ersten Mal kaputt. Nee. Die brauchen 4 bis 5 Landungen, glaube ich. Oder? Irgendwie so, ne? Nee, 2, 3. Statt Daniel sich ein Eis verdient. Ernsthaft? Ja, ich hätte doch gesagt, du kannst lutschen. Ich würde mir jetzt ein Eis gönnen. Aber wieso kommt ihr jetzt zu mir? Ich hatte so lange Ruhe. Ja, die wollen halt nicht, dass du dir gönnst. Wir sind denn da dann noch? Nur noch eine Schicht. 8. Nein, hier die Schichten meine ich, weißt du? Ja, das ist teilweise schon die letzte Schicht, auf der du da hinten rum bist. Ich sehe es. Jetzt ist es die letzte. Rechts, rechts, rechts! Boah. Jetzt sind alle nach rechts gegangen. Es geht aber lang. Boah. Boah. Oh, jetzt wird's knapp. Wieso bleib ich denn da hängen? Ich hab genau dieses hohe Ding mir ausgesucht, wo der Typ jetzt da hinten steht. Sollen wir nochmal Eis machen, oder? Wie ihr sagt. Ja, wenn wir schon Winter-Special für deinen Channel machen, dann machen wir weiter. Ja, dann komm, Weihnachts-Special, machen wir noch eine Runde Weihnachtsspiele hier. Irgendwie levelt man gerade auch so krass, ne? Ja, wegen den Kronen. Ah, okay. Je mehr Kronen du kriegst, desto schneller levelst du, glaube ich. Ah. Also, Hermann, du hättest B drücken müssen. Hab ich. Okay. Ausnahmsweise habe ich das Ende miterlebt. Jawohl. Mann. So nah wieder dran. So nah und doch so nah vorbei. So schlimm. Dass du einfach an dieser Dreckskante hängen bleibst, das ist so ein Witz. Finale! Oh. Richtig gegeben. Der gibt mir richtig. Aber na, Chuck dem! Hermann! Boah, ich habe Chuck dem Baba fressen noch für später. Oh, Chuck dem, Chuck dem. Aber ist das gechuckt dem? Der Kati hat gekocht, weißt du, und der hat was mitgenommen. Weil wir. Wenn du das hier siehst! Hermann! Danke! Hermann! Ja, Hermann ist normal! Ja? Well. Bitte schneid alles raus, außer so ein gutes Danke. Danke. Ich bin normal. Ich habe ihn mich testen lassen. Wir haben ihn testen lassen. Ja, ich hätte vielleicht doch zu dem Arzt in Houston gehen sollen. Welch ein Arzt in Houston. Die waren bei unserem Hinterwäldlerarzt. Wir haben ihn testen lassen. Er ist nicht verrückt. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche
Legendary. Tut mir leid, der Typ hätte einfach nur zocken sollen und nicht nur welche Musikvideos. Ja, der wäre jetzt, Beats. der wäre straight jetzt gut. Dabei. Ach komm! Hercules Beats. Hercules Beats. Aber ich glaube, diesmal wird's knapp. Ja, wie lange braucht das denn, bis es hochgeht? Komm. Mach ihn! Nein, Leute! Ich hab komplett zerfetzt. Boah, war das knapp! Oh. Easy. Was easy? Bitte! Nein! Ich komm nicht drauf. Das war's. Ich bin raus, glaube ich. Ich komm nicht drauf. Die Ärsche tun mir das Ding immer wegnehmen. Ja! Ja! Zoni? Doch, vielleicht komm. Ja! Oh, war das knapp! Alter, der eine chillt da im Schnee. Was ist los? Habe ich jetzt erst gesehen. Ah, also die Runde haben wir gechuckt, Dimmt, oder? Wer ist raus? Keiner von uns. Sony hat es ja auch geschafft. Der wurde vom Pendel noch erwischt, aber hat es noch durchgeschafft. Also Sony, jetzt sind wir bereit zum Chuck-Dim 3-2-1. Chuck-Dim 3-2-1. Chuck-Dim 3-2-1. Hermann, bei dir im Kopf ist gerade alles Chuck-Dim 3-2-1. Chuck-Dim 3-2-1. Bei mir im Kopf ist alles Chuck-Dim. Sehr gut. Bei dir im Kopf ist alles Aferim. Aferim. Kopf ist alles kaputter als bei den Kindern von Delamain. Ja, Mann, die Delamain-Kinder. Ich habe diese Quest heftig gefeiert und ich habe auch dieses selbstmordgefährdete Auto gefeiert, das über die Brücke springt. Ja, ich habe es auch hart gefeiert, das Ding. Aber das eine konnte ich nicht mehr machen. Hast du Portal 1 gespielt? Nein, ich habe nur Portal 2 gezockt. Der Endgegner ist die Stimme. Ja, 5, 4, 3. Aber die Stimme ist bei Portal 2 auch da. Okay, das weiß ich nicht. Das habe ich nie zu Ende gespielt. Okay. Aber das ist auf jeden Fall GLaDOS, oder wie das Ding heißt. Ja. Ja, GLaDOS. Ist es nicht die Stimme, die auch beim Koop-Spiel immer labert? Kommentiert, ja. Im zweiten dann halt. Ja, doch, klar. Ich glaube, das ist die. Ja, das ist halt ein Easter Egg. Ja, ich feier's hart. War halt eine lustige Mission. Die war an sich nicht besonders, weil du halt nur hinfahren musst und Ding, aber die Story drumherum macht's einfach. Ich hätte mich aufgeregt, wenn siebenmal schießt das Auto ab gewesen wäre. Ja, und das ist genau sowas, wäre bei Ubisoft rausgekommen. Jawoll! Leute, schafft ihr's? 9 von 15. Ich hab 14 von 15. Kommt jetzt. 9 von 15. Nur noch 10. Einer, Daniel. Konzentrier dich jetzt. Ja! Qualifiziert. Zieh durch jetzt. 13. Hermann in die Mitte. Komm! Hermann ist durch. Ich bin... Sony, durch in der Mitte. Bei mir steht aber noch 14 von 15. Einen. Links. Reicht? Bin schon durch. Ah, du bist schon durch? Er ist da schon. Oh. Okay, sorry. Du kriegst auch Normalpunkte. Okay. Muss ich dort jetzt in der Mitte. Jawoll. Nice, Leute. Auch mal zu dritt zwei Runden weiter geschafft. Ja, wir haben gechuckt, sag ich doch. Ja, Hermann, bei dir ist im Kopf noch viel anderes als Chuck. Du hast heute mit dem Scheiß angefangen. Wenn ich hab den Kack von dir bekommen heute. Aber wenn dass du mit dem so Dreckstock heute nicht angefangen hättest. Zwoni ist schuld. Nein, bin ich nicht. Er hat uns das Video gezeigt. Ja, und YouTube hat das Video zur Verfügung gestellt. Nee, aber du, ich wäre vielleicht nicht drauf gekommen. Ohne ich wäre auch nicht drauf gekommen, wenn YouTube nicht gehen würde. Ja, scheiß mal auf YouTube. Wer hat den Strom erfunden? Was soll die Scheiße? Ja. Ja. Sony! Sony, bitte! Ruhe!
Pony! Wow! Krass! Alter! Nice! Jack Dam! Okay, ich bin schon oben. Also. Kommst du auf Baustelle? Baschki. Aua! Baschkin! Baschkin, gibst du Bohrmaschine? Nein, jetzt. Jawohl! Ich bin durch jetzt. Komm! Jawohl! Kommt ihr durch? Ja. Ja. Hermann! Muss X, ja! Lauf! Locker. Jawohl! Baschkin, 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 Baschkin! Bin ich jetzt schuld, dass du Baschkin im Kopf hast? Ja. Alles gut, ich bin schuld. Der Typ, der das Internet erfunden hat, ist schon. Der Typ, der den Strom erfunden hat, sagt er zu. Der Urknall ist schuld. Ja. Gott ist schuld. Ja. Siehst hast du also. Also hast du nicht Adam Flenden? Ja. Also ist nicht Adams Lende schuld. Ja. Also ist nicht Adams Rippe schuld. Rippe an allem. Nicht Lende, stimmt. Du bist auch so eine Lende. Ein Lendenwirbelsäule. Säule. Baschkin! Bohrmaschine! Machst du Bohrmaschine? Also, muss ich jetzt so einen scheiß Vogel schnappen, oder? Du meinst, du möchtest so ein nettes Ding schnappen? Sag mir, was ich du Baschkin packen, noch heißen soll. So lang wie möglich. So lang wie möglich musst du es halten. Und die Zeit wird dann gezählt. Gibt's mehrere von den Krokosaurus? Krokosaurus. Jetzt Leute, nehmt den mal weg jetzt! Hey, das ist doch nicht sein Ernst, oder vom Roten? Alter, das springt einfach durch! Ja, jetzt. Ja, und der Blaue kriegt's. Das ist so ein Witz. Jetzt lauf weg! Der Rote hat's doch, jetzt ich lauf! Ich hab einen, ich hab einen! Mein Gott! Die wo ist denn das Ding? Leute, wir werden so hart rausfliegen. Ah, okay, lauf fast. Weg, lauf weg. Das ist der irgendein Typ, keine Ahnung. Da ist noch ein Vogel, aber. Ah, sorry. Ups. Ja, genau. Nimm den auseinander. Warte, wir liegen hinten. Ich will nicht rausfliegen, ich will's. Leute, kommt zu mir. Hier ist einer alleine die ganze Zeit, aber ich krieg den alleine nicht. Der hat einen Vogel, Mann. Was, der hat einen Vogel? Mann! Mann, lauf, jetzt lauf. Lasst uns doch! Ohne Witz, das ist doch keine Normalität hier. Nie, ey, das ist richtig Pech. Das ist komplett. Bitte helft mir doch! Ja, ich komme. Du hast doch einen! Lauf weg! Ja. Lauf! Lauf um dein Leben! Ich halt den Blauen auf! Noch 14, lauf weg, weg! Lauf zurück! Nein! Lauf! 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 Lauf um deinen Scheiß! Halte den Blauen von mir weg! Egal, wir haben's, wir haben's, wir haben's, Leute, wir haben's! Okay, gut, gut. Alle ins Finale oder was? Jawoll! Dann, nee, danach kommt noch was. Danach kam noch was. Ja, danach kam noch was. Döner. Meine Mama hat ein bisschen Deutsch gelernt. Mach mal, komm. Döner. Genau. Krokodil. Mama, guck mal, hab ich Abitur. Nee. Doch. Krass. Okay. Jetzt wird's asozial. Jetzt wird's richtig gut. Wie kann man euch nochmal packen? Würstchen mit Hotdog. Mit AX am Rand musst du rausspringen. Du musst A drücken und. Dann kannst du mich packen. Boah, Leute, regen die mich auf mit ihrem Ding. Ich hätte Origin ausmachen sollen. Die
ganze Zeit kommt jetzt Meldung, der ist online, der ist online, der ist Alter! Online. Alter! Wollt mich schon. Irgendein netter Mensch, meinst du? Okay, okay. Leicht ist was anderes. Das ist richtig schlimm. Nein. Bist du schon runter? Ja. Oh nein. Waschkin, bist du schon runter? Ja, wir kommen. Irgendein... Mann. Bist du auch raus, Sony? Irgendein hat mich rausgeschubst, ja. Oder sind wir beide gegeneinander gesprungen? Nein, ein netter Mensch hat dich rausgeschubst, oder? Ja, du meinst, ein netter Mensch hat dich rausgeschubst, oder? Irgendein. Dein bester Freund hat dich rausgeschubst. Jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr, das war's. Ja, machen wir noch einmal Haupt, oder? Und dann reicht's für die Folge. Dann gibt's genug. Wir haben genug weihnachtliche Stimmung verbracht. Ja, ich dachte, wenn du heute schon Weihnachten machst, dann machen wir auch die Weihnachtsspiele. Ja, okay, dann beenden wir es. Dann zocken wir noch was anderes. Zocken wir noch ein bisschen Rocket League, oder Leute? Ja. Gut. Danke fürs Zusehen. Wir frohe waren sehr gut und Hermann hat frohe Weihnachten, genau. Und einen guten Rutsch. Falls man sich nicht sieht, weißt du, als ob man sich sieht. Euch sehen. Ja. Hermann. Ja, sehr gut. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ja.